Rechtsanwältin Silvia Beutler-Grovers ist von Dagmar Lorenz mit einem Fall beauftragt worden, der buchstäblich nicht zu packen ist. Der kriminelle Ex-Mann der Nagelstylistin ist seit 4 Jahren auf der Flucht. Dagmar soll seine Steuerschuld von 47.000 Euro begleichen und 75.000 Euro an einen verratenen Geschäftspartner ihres Ex zahlen. Dagmars frisch angetrauter zweiter Ehemann Manfred Dittfurt hätte das Geld. Doch die Anwältin, die eigentlich mit Dagmar verabredet ist, traut ihren Augen nicht. Das kann doch wohl nicht wahr sein. Was ist denn hier los? Wer sind Sie denn? Na? Was ist denn? Mein neues Zimmermädchen. Also Sie sehen jetzt mal zu, dass Sie hier Land gewinnen, ja? Was ist denn hier passiert? Ja, wir haben Liebe gemacht. Ja, Sie haben Liebe gemacht. Raus hier. Aber ganz zackig. Herr Dittfurt. Ja? Ja. Kommen Sie mal zu sich. Mensch, was haben Sie denn gemacht? Sie haben gestern gerade erst geheiratet. Das war mein neues Zimmermädchen. Ja, bestimmt. Ach, was ist denn los? Das dreht sich alles hier. Haben Sie was getrunken? Wenig. Meine Hose ist offen. Mhm. Ganz wenig nur. Das sage ich Ihnen. Und das war ein ganz toller Tropfen. Der hat 30 Jahre gelagert. Mhm. War irgendwas anders als sonst? Nein, eigentlich nicht so großartig. Also das sieht aus, als wenn da irgendjemand Tabletten reingemixt hat. Da sind lauter Krümel auf dem Boden, da schwimmt auch irgendwas drin rum. Ich nehme das mal mit ins Labor und lasse das untersuchen, Herr Dittfurt. Aber wissen Sie, dieses Zimmermädchen, das kam und wir wollten auf den Vertrag anstoßen. Die hat sich so ganz initiativ vorgestellt. Ja. Aber meine Frau ist doch im Salon. Ja, das habe ich jetzt auch gemerkt. Meine Frau? Ach du Scheiße, was habe ich denn bloß gemacht? Ich habe das gemacht, glaube ich, was ich nie habe machen wollen. Ja. Oh, meine arme Dagi. Jetzt, das wird bestimmt teuer. Die wird sich scheiden lassen wollen. Ja, warten wir mal ab. Also ich finde das ein Und Dagi war doch die Einzige, die mich wirklich geliebt hat. Ja, das tut sie bestimmt auch immer noch. Also dieses Glas bringe ich mal ins Labor und lasse das untersuchen, weil das kommt mir ein bisschen komisch vor. Und so wie Sie gerade in dem Zustand, in dem Sie gerade sind, habe ich nicht das Gefühl, dass Sie hier bei der ganzen Aktion gerade freiwillig mitgemacht haben. Also da danke ich Ihnen wirklich, dass Sie gekommen sind. Ja, Rettung in letzter Minute, so. Ich muss Ihnen aber sagen, Herr Dittfurt, wenn Ihre Frau jetzt wirklich die Scheidung will, dann muss ich das natürlich machen, weil Ihre Frau ist meine Mandantin und ich vertrete Ihre Interessen, ne? Irgendwas stimmt hier doch ganz und gar nicht. Ich werde jetzt diesen Sherry im Labor untersuchen lassen, denn für mich sieht das so aus, als wenn Herr Dittfurt gefügig gemacht werden sollte. Und dann werde ich mir meine Mandantin vorknöpfen. Denn die kommt ja schließlich an richtig viel Geld, wenn diese Fremdgehklausel aus dem Ehevertrag zum Tragen kommt. Dagmar Lorenz hat völlig vergessen, dass sie mit ihrer Anwältin zu Hause in der Villa verabredet war. Die Nagelstudio-Besitzerin ist mit vielen Kundenterminen beschäftigt und denkt deshalb gar nicht mehr an den betrogenen Geschäftspartner ihres Ex-Mannes. Da taucht Hubert Kuhn plötzlich wieder auf. Und diesmal macht er ernst. Da komme ich ja genau richtig. Haben Sie die 100.000 zusammen, Schätzchen? Was wollen Sie denn hier? Ich habe doch noch 3 Tage Zeit, um das Geld zu zahlen. Und wieso 100.000? Es waren doch gestern noch 75.000. Ich habe mich über Ihren neuen Ehemann erkundigt. Der hat richtig Asche. Also, wo ist mein Geld? Lassen Sie mich und meine Tochter in Ruhe. Wir haben hier nichts getan. Ich glaube, meine Geduld ist jetzt zu Ende. Deine Tochter kann ihre Finger behalten. Nein. Der hier, der ist viel mehr wert. Sind Sie verrückt geworden? Lassen Sie mich los. Ich wollte mit Ihnen reden. Was machen Sie denn hier? Ich? Ja, Sie? Der Herr, der wollte sowieso gerade gehen. Der Gutschein für Ihre Frau, den haben Sie ja, den Gutschein. Auf Wiedersehen. Ich komme wieder. Gehen Sie. Was ist hier los? Jetzt erklären Sie mir mal, was hier gespielt wird. Wer ist dieser Typ wirklich? Entschuldigung. Was ist denn los mit Ihnen? Erinnern Sie sich, dass Klaus diesen Hubert erwähnt hat von der Baumafia? Ja. Ja, das war er.
wollte 100.000 Euro erpressen, dafür, dass Klaus ihn in den Knast gebracht hat. Warum haben Sie mir das denn nicht erzählt? Hat er Ihnen was angetan? Hat er Sie bedroht? Der wollte mir den Ring vom Finger schneiden. Mit einem Messer. Ach Gott. Ach, übrigens. Warum waren Sie denn nicht pünktlich? Wenn Sie pünktlich gewesen wären, dann wäre das alles nicht so eskaliert. Weil, Frau Ditfurth, wir nicht hier verabredet gewesen sind, sondern bei Ihnen zu Hause. Nicht? Nee, ganz bestimmt nicht. Und ich bin eigentlich auch hergekommen, um Ihnen was zu erzählen. Nämlich, ich habe bei Ihnen zu Hause im Wohnzimmer auf dem Sofa Ihren Mann mit einer leicht bekleideten jungen Dame in ziemlich eindeutiger Position erwischt. Ehrlich gesagt frage ich mich jetzt gerade, ob Sie dahinter stecken, ob Sie die Dame auf ihn angesetzt haben, damit Sie an das Geld aus dem Ehevertrag kommen können. Meinen Sie damit, Manfred ist mir fremdgegangen, einen Tag nach der Hochzeit? Stopp, stopp. Ich denke, wie kann er mir sowas antun? Beruhigen Sie sich, fremdgegangen ist wirklich übertrieben. Der hat das auch nicht ganz freiwillig gemacht, würde ich sagen. Das ist dann maximal zu einem Kuss gekommen. Der war sowas von ausgenockt. Aber wenn Sie das nicht gewesen sind, ich habe nämlich die Befürchtung, oder ja, ich denke, dass er betäubt worden ist, um dieses ganze Techtelmechtel zu initiieren. Was glauben Sie denn eigentlich, wer ich bin? Sie wollen mir da was unterstellen? Nein. Ich bin nicht materiell, ich liebe Money und ich habe nur noch Rebecca und den Salon, wenn er jetzt geht. Glauben Sie mir, aber wer kann das denn gewesen sein? Ja, genau, das frage ich mich ja. Wer könnte ein Interesse daran haben, dass Sie auf einmal zu Geld kommen? Das ist... Ich weiß nicht. Aber warten Sie mal, Ihr Salon. Wenn Sie jetzt reich sind, dann könnten Sie den Laden behalten. Und Rebecca hatte die ganze Zeit ein großes Interesse daran. Würden Sie ihr sowas zutrauen? Meine eigene Tochter, ich weiß nicht, warum sollte sie mir das antun? Ich weiß es nicht. Ich denke, wir können auch gar nicht ihr unterstellen, dass sie das getan hat, ohne dass wir ihre Sicht dazu gehört haben. Ich würde sagen, Sie sind jetzt eh so durcheinander, Sie können ja nicht weiterarbeiten. Machen den Laden zu, holen Ihre Sachen und wir gucken, dass wir Rebecca finden und mit ihr reden. Ja? Gut, bitte. Während der Suche nach Rebecca erhält die Anwältin einen Anruf aus dem Labor. Es war tatsächlich Schlafmittel im Sherry von Dagmars Ehemann. Schließlich entdecken Silvia Beutler-Krovers und ihre Mandantin Rebecca in deren Lieblingscafé. Die Anwältin erkennt die junge Frau bei Rebecca als das verführerische angebliche Zimmermädchen wieder. Und Dagmar kennt Annette als die beste Freundin ihrer Tochter. Rebecca! Was machst du hier? Halt den Mund! Bist du jetzt komplett übergeschnappt? Hä? Sag mal, sind das die gleichen Machenschaften wie die deines Vaters? Was hast du gemacht, hä? Und du, Annette, hä? Dass du bei so einem miesen Komplott auch noch mitmachst? Sag mal, geht's noch? Ihr sitzt hier, trinkt gemütlich Kaffee und zerstört meine Ehe? Und nur wegen Geld? Mama, was hätte ich denn machen sollen? Der Typ wollte mir meine Finger abhacken und den Laden in die Luft sprengen. Ja, sicher. Na klar. Okay, wir beruhigen uns erstmal alle wieder. Ja, was ich einfach wissen möchte, ist es richtig? Haben Sie zusammen mit Ihrer Freundin Schlafmittel in den Sherry gemixt von dem Herrn Ditfurth oder nicht? Sag, dass das nicht wahr ist. Ja oder nein? Was? Ja oder nein? Los, raus mit der Sprache! Ja, Annette hat Schlafmittel mit reingemischt. Sie wollte ihn lediglich etwas willig machen und es war halt leider zu viel. Er ist ja gleich eingeschlafen. Ich habe mich dann ausgezogen, habe die Fotos von ihm gemacht, damit es einfach so aussieht, als wäre er über mich hergefallen. Dann bin ich gekommen und habe sie gestört. Dumm gelaufen. Und Sie werden auf einen Schlag alle Ihre Sorgen losgeworden. Das Finanzamt, Hubert, den nervigen Manni. Manni ist schon okay, ja. Aber wenn ich mich entscheiden müsste zwischen meinen Fingern und Manni, dann würde ich lieber meine Finger nehmen. Im Gegensatz zu meiner Mutter. Ja, die ist Manni doch wichtiger als ich. Das stimmt doch überhaupt nicht. Wenn das nicht so ist, du erzählst mir, Manni ist so toll. Ja, wenn das so toll wäre, warum hast du nicht einfach gefragt nach dem Geld? Mann, dir ist meine Zukunft total egal. Du schmeißt sie lieber weg, um nur gut bei ihm dazustehen. Das ging nicht. Diese Diskussionen bringen jetzt hier überhaupt gar nichts. Wir müssen den wahren Schuldigen an diesem ganzen Fiasko finden. Und das ist Ihr Ex-Mann Klaus Lorenz. Run, boy, run. This world is not meant for you. Anwältin Silvia Beutler-Krovers will nun über die Lebensgefährtin an Dagmars Ex-Mann herankommen. Sie hat einige Nachtbars im Viertel abtelefoniert und so erfahren, wo Claudette Kohlhase arbeitet und wohnt. Die Stripperin lebt derzeit bei ihrer Oma. Die Frauen statten ihr einen Besuch ab, um Klaus Lorenz endlich zu finden. Wer sind Sie denn? Entschuldigung, ich bin Rechtsanwältin Beutler-Krovers. Das ist meine Mandantin Frau Lorenz, die Ex-Frau von ihrem Mann. Und wir würden ganz gerne mal mit Ihnen reden. Können wir vielleicht einen Moment reinkommen? Ja, jetzt seid ihr eh schon da. Jetzt. Okay. Danke.
Was wollt ihr jetzt hier? Ich meine, wir kennen uns doch gar nicht. Nee, und ich habe auch überhaupt keine Lust, dich kennenzulernen, du Flittchen. Erst bringst du meine Ehe auseinander, dann bringt ihr das Geld zusammen durch und dann soll ich die Schulden bezahlen beim Finanzamt. Sag mal, hat's noch? Boah, jetzt pass mir mal auf, ja? Also ganz ehrlich, ich habe mit seinen Machenschaften, mit seinen krummen Dingern ganz bestimmt nichts zu tun. Und außerdem hatten wir erst was miteinander, als ihr gar nicht mehr zusammen wart. Ach Mann, ich lache mich bald kaputt. Du blödes Flittchen. Ruhe, stopp. Ja, stopp. Klar, alle beide, ja. Stopp. Frau Kohlhase, wir haben einfach die Hoffnung, dass wir Sie dazu überreden können, dass wir hier wirklich an einem Strang ziehen. Wieso sollte ich? Claudette hat einen kleinen Sohn von Klaus Lorenz. Als Rechtsanwältin Silvia Beutler-Kovas der Tänzerin erklärt, dass auch ihr Kind und sie selbst in großer Gefahr sind, lenkt Claudette ein. Ich werde mit Klaus reden. Okay. Aber ich kann für nichts garantieren. Ich kann auch nicht versprechen, dass er überhaupt irgendwas macht. Ich kann es versuchen. Ja? Super, da sind wir sehr erleichtert. Das hilft uns wirklich sehr. Und wissen Sie, es sollte auch nicht Ihr Schaden sein. Sie wohnen jetzt bei Ihrer Oma. Das war ja auch alles nicht so geplant. Wie ich weiß, haben Sie ein nettes kleines Häuschen und Sie möchten doch bestimmt auch wieder dahin zurück. Das ist es ja. Ja. Ich will nicht weg hier. Eben. Und deswegen werden wir einfach gucken. Sie versuchen, Ihren Klaus dazu zu überreden, dass er sich endlich stellt, im wahrsten Sinne des Wortes, nämlich der Polizei und seiner Verantwortung. Wenn Sie mit ihm gesprochen haben, melden Sie sich bei mir. Wollen wir das so machen? Ja, danke, Frau Kohlhase. Okay. Danke. Hoffentlich versteht Herr Lorenz endlich, was für ihn, seine alte und seine neue Familie auf dem Spiel steht und stellt sich seiner Vergangenheit. Nach 3 Stunden hat sich Claudette tatsächlich bei der Anwältin gemeldet und ein Treffen vereinbart. Klaus ist angeblich bereit, sich nach 4 Jahren Flucht endlich seinen Gläubigern zu stellen. Während des unerträglichen Wartens auf ihren Ex-Mann hat Dagmar mehrfach versucht, ihre Tochter zu erreichen. Vergebt. Dagmar bekommt es mit der Angst zu tun. Klaus? Das wird mir echt zu viel hier. Da bist du endlich, du feiger Penner! Hey, beruhig dich doch einfach mal ein bisschen. Weißt du, was passiert ist, weil du wieder abgehauen bist? Ja? Rebecca und ich, wir werden erpresst von deinem Schießhund Hubert. 100.000 Euro will der von uns haben. Sorry, was soll ich jetzt machen? Er tut mir leid. Ja, ja? Rebecca ist auch mein Kind. Mhm. Ja? Und ich liebe sie. Und jetzt weißt du, warum, das ist der Grund, warum ich damals abgehauen bin. Schatz, das ist genau das, was ich meine. Willst du, dass unser Sohn bedroht wird von irgendeinem Kriminellen? Ich will endlich ein ganz normales Leben führen. Stell dich jetzt endlich mal dem Ganzen. Ich sag's ich Ihnen, weiß. Herr Lorenz, das ist Ihre letzte Chance, wenn Sie nicht ewig auf der Flucht sein wollen, vor dem Finanzamt, vor dem Herrn Kuhn, vor wem auch immer. Vielleicht haben Sie ja recht. Ja. Ihr habt alle vielleicht recht. Ja. Vielleicht sollte ich mich wirklich stellen, ja. Ja, um vielleicht mal meine Vergangenheit und meine Zukunft irgendwie wieder gerade zu rücken. Gute Idee. Ja. Ja, aber da muss ein bisschen mehr kommen. Wie wollen Sie es machen? Ja, ich werde mich stellen. So wie ich gehört habe, hat ja irgendwie die Staatsanwaltschaft irgendwie jemanden gesucht. Einen Zeugen, der halt Input hat und den Hubert richtig mal in der Gitter zu bringen für ein paar Jahre. Gut, ich sag's Ihnen aber gleich, wenn Sie mit der Staatsanwaltschaft einen Deal machen wollen, brauchen Sie einen guten Verteidiger. Das werden Sie alleine nicht hinkriegen. Ja, das ist mir egal. Also für mich selber ist es mir egal, ob ich jetzt nun in den Knast gehe. Ja? Hauptsache, der Hubert, der ist dann weggeschlossen und lässt meine Familie und die Kinder in Ruhe. Es wird auch endlich mal Zeit, dass du Verantwortung übernimmst. Und wenn du deine Zukunft schon im Detail so schön planst, dann vergiss Rebecca und mich aber nicht. Und zahl gefälligst das Geld zurück, was du uns schuldest vom Finanzamt und von deinem Hubert. 100.000 Euro. Was kann ich denn jetzt dafür? Oh, das kann doch wohl nicht wahr sein. Was Sie dafür können, das sind Ihre 47.000 Euro Steuerschulden, die Ihre Ex-Frau jetzt an den Hacken hat. Und das kann dazu führen, dass sie das ganze Studio verliert. Nein, wird sie nicht. Wird sie nicht verlieren. Ich habe unser Haus damals von dem Erbe von meinen Eltern gekauft. Wir werden einfach eine Hypothek aufnehmen und davon die Schulden bezahlen. Aha, gut. Ja. Dann hoffen wir es mal. Telefon. Dann ist das doch in Ordnung. Ja? Hallo? Ja, im Apparat? Sie haben was? Rebecca? Lassen Sie mein Kind in Ruhe, ja? Geben Sie das Handy. Geben Sie das Handy. Na, Rebecca? Sie lassen sofort Rebecca frei. Nein, das ist viel zu kurz. Ja, ja, wir werden da sein. Ja, mit dem Geld. Aufgelegt. Mann, das ist doch der Scheißkerl von Hubert bestimmt gewesen. Und dann hat er bestimmt noch meine Tochter. Die werde ich da rausholen. Auf jeden Fall werde ich die da rausholen. Egal wie, egal was ich machen muss.
Das hoffe ich, Herr Lorenz. Der will nämlich jetzt 100.000 Euro haben heute Nacht. Und wenn Sie alles dafür tun, Ihre Tochter zu retten, ja? Ja, sicherlich. Dann weiß ich was. Dann habe ich eine Idee, wie wir diesen Typen austricksen können. Aber dazu brauche ich Ihre Hilfe. Kein Problem. Wir werden keine Zeit verlieren. Wir beide marschieren los. Schatz, bis später. Frau Lorenz, ich melde mich. Ich rufe Sie an nachher. Ja? Wir schaffen das. Los, ab. Rechtsanwältin Silvia Beutler-Krovers hat eine gefährliche Aufgabe übernommen. Rebecca, die Tochter ihrer Mandantin Dagmar Lorenz, ist von einem früheren Geschäftspartner ihres Vaters Klaus entführt worden. Die hartgesottene Juristin will dem brutalen Hubert Kuhn die geforderten 100.000 Euro zum Schutz ihrer Mandantin selbst übergeben. Doch in dem Koffer, den sie zum Treffpunkt in einem Hotel mitnimmt, ist nur Altpapier. Ein riskantes Spiel beginnt. Sind Sie alleine? Ja, sieht so aus, oder? Rebecca, ist alles okay? Ja, Emma, hier ist das Weibchen. Haben Sie die Kohle dabei? Ja, hier, bitteschön. Wunderbar. Ich sage Ihnen aber gleich, der Koffer alleine wird Ihnen nichts nützen. Wieso? Ja, weil Sie eine Zahlenkombination brauchen. Das ist ein spezieller Geldtransportkoffer. Der ist durch verschiedene Schutzvorrichtungen geschützt. Nämlich zwei voneinander unabhängige Zahlenschlösser. Und Sie haben pro Schloss nur 3 Versuche, wie beim Handy. Was ist das für eine Scheiße? Sowas gibt's ja gar nicht. Doch, sowas gibt es ja gut, mein Bester. Das ist nämlich so, wenn Sie versuchen, den Koffer gewaltsam zu öffnen, dann wird sich alles, was sich darin und im Umkreis von 3 Metern befindet, rot einfärben. Ich will die Kombination. Ich will Rebecca. Rebecca. Rebecca bekommen Sie, wenn ich mit dem Geld von Ihnen weit, weit weg bin. Wollen Sie eine Sicherheit? Ja, natürlich. Mhm. Hey, was soll der Scheiß? Ich hab gesagt, keine Bullen. Da was kommen soll keine der Scheiß? Bullen. Da kommen keine Bullen. Sag mal, Hua, drehst du jetzt völlig durch oder was? Lass meine Tochter in Ruhe! Alter, nimm mich dafür in den scheiß Koffer und dann mach dich dünne! Okay, das kannst du haben. Ich mach dich fertig. Na, damit sollten Sie aber noch warten. Herr Lorenz ist nämlich der Einzige, der die Zahlenkombination kennt. Ach so? Ja, dann spuck sie mal aus. Stell den Koffer auf den Tisch. Und sei ganz brav. Ich mach dich alle. Sag mir die Zahlen. Auf der rechten Seite, das ist die 4711. 4711. Jetzt die andere Seite. Polizei! Hey, Polizei, runter! Ich mach dich fertig. Ja, aber nicht in nächster Zeit. Machst du erst mal Pause. So, jetzt langsam hochkommen. Du hast mit dem Bullen gemeinsame Sachen gemacht. Weiter. Hey, nicht dich in die Finger kriegen. Du wolltest es nicht ja, anders. Aber nicht in nächster Zeit. Oh, Rebecca, alles okay, es ist vorbei. Es ist vorbei, es ist alles überstanden. Ach, Mama, süß. Ich bin so froh, dass du heil wieder angekommen bist. Dass es dir nicht zugestoßen ist. Und bei Ihnen möchte ich mich ganz, ganz herzlich bedanken. Natürlich, natürlich. Ohne Sie wären wir da nicht so heil rausgekommen. Ja, aber ich hätte das auch nicht alleine geschafft. Ausnahmsweise können Sie sich wirklich mal bei Ihrem Ex-Mann bedanken. Na? Ja. Und Becky? Tut mir wirklich leid. Ich weiß, dass ich Scheiße gebaut habe. Aber ich werde versuchen, alles wieder gut zu machen. Gib mir bitte eine Chance. Ich glaube, es hackt. Wer hat uns denn diese ganze Scheiße reingetreten? Das warst ja wohl du. Soll ich mich jetzt noch bei dir bedanken, oder was? Es tut mir leid, okay? Nehmen Sie ihn hier bloß ganz schnell mit. Ich will dich nie wiedersehen. Vielleicht sollten Sie das auch erst ein bisschen sacken lassen, Rebecca. Ja, er hat Mist gebaut, das hat er jetzt eingesehen. Aber, ne? Schatz, ich liebe dich. Verrotten sollst du! Ach, Rebecca, nun lassen Sie das doch erst mal alles sacken. Dagmar und ihre Tochter Rebecca sind überglücklich, die gefährliche Nacht- und Nebelaktion heil überstanden zu haben. Früh am nächsten Morgen weihen sie Dagmars zweiten Ehemann, dem vermögenden Manfred Ditfurth, erstmals in die schrecklichen Vorkommnisse ein. Sag mal, warum seid ihr denn nicht einfach zu mir gekommen? Das wäre doch gar kein Problem gewesen. Ich habe mich nicht getraut, dich zu fragen wegen deinen Ex-Frauen. Die haben dich belogen und betrogen und es ging nur um Geld. Und ich liebe dich, Manni, und wollte nicht, dass du den Eindruck bekommst, dass ich dich wegen Geld heirate. Verstehst du? Und da hat sich Rebecca diese Geschichte ausgedacht, nicht wahr? Ja, und ich hatte extreme Angst vor diesem Kerl. Der wollte uns den Laden in die Luft jagen und meine Finger abhacken, wenn wir ihm das Geld nicht geben. Und da habe ich halt Annette hinter Mamas Rücken auf dich angesetzt. Ich hätte euch jederzeit das Geld gegeben. Braucht ihr denn das Geld noch? Nein, auf keinen Fall, weil die Polizei sich schon darum gekümmert hat. Aber wie gesagt, das erzählen wir dir dann noch mal in Ruhe. Mhm. Und damit du das auch alles total nachvollziehen kannst. Und na, wisst ihr was, dann wollen wir mal jetzt die Sache begraben. Und ich hoffe, wir sind jetzt wieder eine Familie, ne? Okay, ja. Gut.
Okay. Komm, setz dich zu ja, uns. Okay. Oh, also, ja? Tut mir alles wahnsinnig leid. Und ich verspreche dir auch, dass ich dir in Zukunft immer die Wahrheit sagen werde. Das hoffe ich auch. Ich werde dich nicht enttäuschen. Dankeschön. Und von dir hoffe ich das auch. Hörst du? Versprochen, Manni. Versprochen. Alles klar, Rebecca. Jetzt verstehe ich, Mama. Manni ist echt ein toller Mensch. Den hätte ich auch nicht verlieren wollen. Aber zum Glück ist ja alles gut gegangen. Vier Wochen später hat sich Rebecca Lorenz nicht nur von dem Schrecken der Entführung erholt. Die 23-Jährige kann auch wieder ganz entspannt im Nagelstudio ihrer Mutter arbeiten. Hubert Kuhn, der Mann, der ihr die Finger abschneiden wollte, sitzt noch für lange, lange Zeit im Gefängnis. Frei und ungezwungen freuen sich hingegen Dagmar und Manfred auf ihre ausgedehnte Hochzeitsreise. Guten Morgen, mein Schatz. Guten Morgen, komm mal. Hallihallo. Hallo. Hallo. Hey. Wir wollten uns nur von unserer Lieblingstochter verabschieden. Manni, du hast doch gar keine Tochter. Jetzt schon. Deine Mutter und ich, wir fahren jetzt mit dem Zug nach Hamburg und dann geht's mit dem Schiff weiter in die Karibik. Hochzeitsreise, Honeymoon. Nicht wahr, mein Schatz? Mein Manni-Bärchen. Ihr benehmt euch ja wie Teenies. Ist das schlimm? Nun lass uns doch den Spaß. Wir waren schließlich auch mal jung. Und Liebe hält jung, nicht wahr? Nicht wahr? Und die beste Nachricht überhaupt? Das Finanzamt hat Bescheid gegeben. Claudette hat die Steuerschulden bezahlt. Nein. 47.000 Euro. Nein. Doch, stell dir das vor. Mensch, das ist doch klasse. Schön. Ich habe hier was für dich. Ein Brief von deinem Vater. Er liebt dich. Und er ist froh, dass er Kontakt hat. Hm? Ich denke, dass ich meinem Papa auf jeden Fall mal verzeihen kann. Ich meine, Mama und Manni haben mir auch verziehen. Und eins habe ich auf jeden Fall gelernt. Man sollte immer mit offenen Karten spielen. Vor allem, wenn das Glück der Menschen auf dem Spiel steht, die man liebt. Genau aus diesem Grund will Rebecca ihren Vater sogar im Gefängnis besuchen. Klaus Lorenz kann derweil auf ein mildes Urteil hoffen. Denn der Steuerbetrüger hat ein umfangreiches Geständnis abgelegt.